Hallo WPU, heute stelle ich euch einmal das Walter LGU Vermint vor. Ich habe extra diese Location gewählt. Vermint heißt ja auch so Kleinnager, Niederwild, sag ich mal. Soll wahrscheinlich damit gejagt werden. Ich kann nicht gleich dazu sagen, ist in Deutschland verboten. Die Waffe verfügt laut Kroni momentan so nach 1000 Schuss über 7,3 Joule. So, die Waffe ist also sehr gut verarbeitet, muss ich gleich dazu sagen. Hier die angedeutete Fischhaut, wahrscheinlich eingepresst. Sie hat hier, ich weiß nicht, ob es zu sehen ist, hier auch einen angedeuteten Bootsschaft, so wie die Walter Terros Black, so etwas verdickt hier. Die Verdickung fängt hier vorne an, ist also sehr griffig die ganze Geschichte. Hier die Ladeluke, auch schön mit den Kerbungen, sieht sehr gut aus. Die Brünierung ist also Taco. Ich habe hier ein Röhmglas aufgeschnallt, 3,9 x 40, und das reicht also für 15 bis 25 Metern. Hier so eine Art Schalldämpfer, also sieht alles sehr ergonomisch aus. Muss ich gleich dazu sagen. Die Waffe verfügt über einen sogenannten XM-Abzug. Was daran XM sein soll, habe ich bis jetzt immer noch nicht begriffen. Ja, sehr schön verarbeitet alles. Doch, sieht gut aus. Die Waffe verfügt über eine Super Silent Konstruktion. Sie ist wirklich auch sehr leise, muss ich gleich dazu sagen. Also absolut zimmertauglich. Die Waffe verfügt über ein Vibrationsreduktionssystem. Na, das soll, also in meinen Augen hört sich das an, als wäre der Prellschlag nicht so intensiv, aber Top Gun Tom hat sie geschossen. Und er ist nun halt auch Besitzer vieler Weihrauchwaffen. Er meinte zu mir, die Waffe würde zu viel rumpeln. Der Abzug selber hat einen sehr, sehr langen Vorzugsweg. Ist auch irgendwie so schlapp. Na? Und dann klar definierter Druckpunkt. So. Und dann, Moment. So, Waffe war ich gespannt. Hier oben ist eine Sicherung. Hier wird die Schiebesicherung, hier wird sie gesichert und entsichert. Und dann der Druckpunkt. Man achte auch bitte auf die Bewegung der Waffe nach hinten. Und dann über den Druckpunkt hinaus entsichern. So, nochmal, irgendwie hatte die Waffe nicht entsichert. Überwindbarer Druckpunkt. Zack. Also ja gut, ich finde den Prellschlag recht angenehm, oder ich empfinde ihn recht angenehm. Komisch die Sicherung, dass die hier nicht richtig gerastet hat. Die Waffe ist ein Unterhebelspanner. Hier wird der Unterhebel gelöst mit Fingern und dann die Waffe gespannt. Sekunde. So sieht die Waffe aus, wenn der Unterspannhebel nach hinten gezogen wurde. Der unterhalb der Ladeluke ist hier alles geschlossen. Also wenn man Diablo hier rausfallen sollte, wird er aufgefangen und fällt nicht nach unten durch. Das Spanngestänge ist also recht stabil, wackelt so gut wie gar nicht. Ist also ganz ordentlich gemacht. Sehr wertig. Um den Spannhebel wieder nach vorne zu befördern, drückt man hier diese Entsicherung. Das ist so wie so ein Klapp. Sicherung. Na, also hier hinten hat es keine Funktion, hier vorne. Und dann wird der Spannhebel, der jetzt arretiert ist und nicht mehr so ohne Entregelungsfunktion nach vorne geführt werden kann, der kann dann, wenn man hier drückt, nach vorne geführt werden. So, einfach mal hier drauf gedrückt und dann kann man hier wieder easy einrasten. Das Gewehr schon toll verarbeitet. Nur der Abzug, wie schon gesagt. Weiß nicht, ob das bei jeder LGU der Fall ist. Keine Ahnung.
Hier einmal das Gewehr von der linken Seite. Sehr schön gemacht. Also die Fischhaut gefällt mir. Doch, prima. Auch hier die Walterfahne. Die Schaftkappe ist recht weich. Ja, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hat so eine Art Absorptionsfunktion, empfinde ich so. Ja, gut gemacht. Die Waffe ist auch nicht besonders lang. Ja, die ist also, ich meine sogar etwas kürzer als die Walter Classus. Mit ellenlangen Präzisionsschießen werde ich euch nicht langweilen. Ich finde das selber ein bisschen grottig, so von der Länge immer her. Das sind die Ergebnisse der Vermint auf 12 Metern. Ich hoffe, man kann es so ungefähr sehen. Mit den JSB Exakt Express. JSB Express auf 12 Metern. Und das sind die Ergebnisse mit der Vermint auf 18 Metern. Oh, ein bisschen gesackt, aber also die läuft perfekt, die ist super präzise. Das ist mein Specht hier, wenn ihr den hören solltet. Hier ein kleiner Vergleich zu meinem Walter LGV. Das LGV ist doch etwas länger als die Vermint. Der Unterschied zwischen den beiden Waffen, danke nochmal an Skriptor aus dem Forum. Der Kolben wird im LGV im System geführt. Und der Unterschied zum LGU Vermint, der Kolben wird hier in einer Kompressionshülse geführt. Abzug, nochmal wie schon gesagt, hier langer Abzugsweg beim Vermint. Leicht kriechend dann über den Druckpunkt. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Vermint so ist, also leicht kriechend. Ich habe schon jetzt den Trigger getätigt. Er kriecht. So. Also er kriecht über den Druckpunkt. Beim LGV an sich baugleich. Auch ein längerer Vorzugsweg. Dann kommt der Druckpunkt. Und kein Kriechen über den Druckpunkt. Also wird der Druckpunkt direkt angesteuert und man versucht ihn zu überwinden, kommt kein Kriechen. Bei der Vermint kommt ein Kriechen. Leider. Hier beide Gewehre nochmal kurz von unten. Hier die Einstellung die Einstellungsmöglichkeiten des XM-Abzuges. Ja, Tom und ich haben es nicht so richtig hingekriegt. Dann müssen wir noch mal später das eruieren. Hier ebenfalls die Möglichkeit. Sieht also irgendwie ein bisschen anders aus als beim LGV als bei der Vermint. Jo. Da müssen wir mal schauen. Hier noch ein kleiner Unterhaltungsteil. Es ist ja bald Mai. Ja gut, es sind keine Maikäfer, es sind Marienkäfer, aber die laufen hier von alleine runter. Habe ich letztens gesehen. Total coole Sache. Vermint, wie schon gesagt, ist also, soll für Kleinnager bestimmt sein, in Deutschland verboten. In meinen Augen hat sie auch viel zu wenig Kraft, um so ein Tier zu erlegen. Ich werde trotzdem auf Tierchen schießen, die es aber hier nicht mehr auf der Welt gibt. Das sind so eine Art Dinos. Jo. Damit mir nicht jemand nachsagt, ich würde hier ethische Werte verletzen. Die Tierchen gibt es nicht mehr und die sind auch nicht echt. Für diesen Test war ich in den letzten Tagen bei der Firma Kilmer in Beswick, die also Diablos sehr günstig verkaufen. Und habe dort die Predator, JSB Predator Metal Mag gefunden. Sind so ähnlich aufgebaut wie die Hornet. Schließen aber hier oben nicht ab, bündig ab, sondern haben eine Spitze, sind aber nicht ähnlich den Metal-Tip von Skenko, da ist hier die Spitze viel länger. Ja, und mit diesen Geschossen werde ich mit der Farmint auf diese kleinen Nagetierchen, Laubnagetierchen schießen. Ja. So, der Abstand beträgt jetzt so ja, 15 Meter ungefähr, schießt von der
Terrasse oben ab aus mit der Ferment und den JSB Predator Meckelmack. Ja, heute hatte ich wohl nicht genug Ziegelwasser getrunken, beziehungsweise zu viel Kaffee. Nein, ich habe die Sonne im Rücken und das hat ein bisschen ins Zielfernrohr gedrückt, das Licht. Ja, wie es auch sein sollte, die Tierchen sind nicht verletzt. Man schießt ja auch nicht mit Luftgewehren auf Tiere hier in Deutschland. Ja, und hier hat es den Plastikkäfer etwas zerlegt, kann ich aber noch nutzen. Den kann man hier dran schmeißen. Die krabbeln dann automatisch herunter, wenn die Klebeleistung zack nachgelassen hat. Ja, dann was sagt man frohen 1. Mai? Ja, Dankeschön und ich kann die oder das Vermint definitiv empfehlen. Das Ding macht Spaß. Okay, bis dann, euer Nobby. Und diesmal bedanke ich mich wiederum bei der Firma Teutenberg für die freundliche Leihgabe. Und grüße alle Nutzer von WPU. Habe ich schön gesagt, ne? Dankeschön. Tschö, tschö. Euer Nobby.